In Schweden gehen die Wähler heute an die Urnen. Der Aufstieg der rechtspopulistischen Schwedendemokraten bedeutet eine Zäsur für ein Land, das lange als liberale Bastion in Europa galt. Umfragen sehen die Rechten bei 16-20% der Stimmen. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Stefan Löfven bleiben voraussichtlich stärkste Kraft mit knapp 25%. Trotzdem könnte sich die Regierungsbildung schwierig gestalten. Weder für das liberale noch für das konservative Lager zeichnet sich eine Mehrheit ab. Beide lehnen es bisher ab, mit den Schwedendemokraten von Parteichef Jimmy Åkesson zu regieren. Denkbar ist deshalb auch eine Minderheitsregierung. Der Wahlkampf war vor allem vom Thema Migration dominiert. Galt das Land lange als Vorbild in der Flüchtlingspolitik, ist die Stimmung mittlerweile gekippt. In den vergangenen 3 Jahren hat das 10 Millionen Einwohnerland 300.000 Asylsuchende aufgenommen. Das konnten vor allem die Schwedendemokraten für sich nutzen. Ministerpräsident Löfven nannte die Partei am Wahltag eine rassistische Partei. Bei dieser Wahl gehe es um Anstand. 7,5 Millionen Wahlberechtigte können noch bis 20 Uhr ihre Stimme abgeben. Die Wahlbeteiligung ist traditionell hoch. Bei der letzten Wahl lag sie bei über 85%.